Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Scarhead. Ja, heute mal wieder ein Messer-Review und ich zeig euch ja hier immer nur den coolen Shit und was es nicht alles so für tolle Sachen gibt. Aber halt, wie ihr schon in der Überschrift gelesen habt, schauen wir uns heute mal das schlechteste Messer der ganzen Welt an. Ich würde jetzt mal diese Superlative wirklich in den Mund nehmen. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr vielleicht was Schlechteres kennt. Falls dann ja, ab in die Kommentare damit. Aber hier haben wir das gute Stück. Vielleicht erstmal zur Historie. Dieses Messer ist mir geschenkt worden von irgendwem. Ich weiß gar nicht mehr wem. Es liegt schon Ewigkeiten hier irgendwo rum. Warum, weiß ich selber nicht. Wahrscheinlich, weil ich nichts wegschmeißen kann und ein Messi bin. Naja, wie ihr sehen könnt, ist scheinbar ein Souvenir vom Gardasee gewesen. Und ja, das ist halt absolut die größte Katastrophe, die ich jemals in Messerform gesehen habe. Also es gibt, glaube ich, kein Messer, das schlechter ist. Also selbst das Besteckmesser von Ikea im 10er-Set mit allem drum und dran für 4 € ist um Welten besser als dieses Ding hier. Also wenn man so von Weitem guckt, also von ganz Weitem, seht, ganz klein, kann man sagen, naja, ist nicht so hübsch, aber naja, soll's halt, ne, ist okay. Nein. Und was jetzt hier alles falsch ist, schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Das wird jetzt ein kleines Spaßvideo, also nehmt es nicht zu ernst. Und wenn ihr jetzt unbedingt wissen wollt, wie dieses Messer performt, dann seid ihr hier natürlich auch an der falschen Adresse. Aber ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran und lasst vielleicht auch gerne mal einen Daumen da oder sowas. Gut, also wir fangen mal an mit der Scheide. Die ist aus so einer Art Leder, es könnte auch echtes Leder sein, ist durch die Jahre, ich nehme mal das Messer erstmal raus, so über die Jahre ein bisschen hart geworden. Es, weiß ich nicht, ihr seid die Lederexperten, vielleicht könnt ihr mir sagen, ob es sich wirklich um echtes Leder handelt, dann wäre das hier immer noch das Hochwertigste an diesem ganzen Ding. Wie ihr sehen könnt, es ist ultra dünn. Hier die ganzen Spaltmaße sind alle offen, die Nieten rosten, warum auch immer. Die Nähte hören hier so mittendrin einfach irgendwo auf, also die gehen bis hier und hier hören sie dann einfach auf, gehen hier so ein bisschen raus, dann haben wir hier so ein Gebamsel dran. Ich weiß nicht, ob das eine Notlösung war, weil es hier aufgegangen ist. Keine Ahnung. Auch hier diese Nieten rosten. Und ja, wir haben hier so einen schönen Aufdruck, dass es sich hierbei um ein Souvenir handelt. Ist das nicht super? Möchte das nicht jeder auf seiner Messerscheide stehen haben? So, und um die Spannung noch ein bisschen hochzuhalten, nehmen wir es jetzt mal mit dem Messer. Wie ihr sehen könnt, die ist auch noch zu kurz. Also das Messer passt nicht mehr komplett hinein. Und jetzt haltet euch fest, das ist das Ding. Und ist das nicht wunderschön? Also ja gut, ich hätte es vielleicht nochmal entrosten können und keine Ahnung. Es ist natürlich jetzt auch quasi durchaus ein bisschen missbraucht. Ich werde es vielleicht mal schleifen und dann vielleicht hänge ich das nochmal hinten dran. Ob es dann ein bisschen performt, weil so ist es stumpfilumpi, also da geht fast gar nichts mehr. Stahl kann man hier nicht erkennen drauf, was das mal gewesen sein könnte, wenn es überhaupt jemand drauf gestanden hätte. Ich wäre auch stark davon ausgegangen, dass es das nicht tut. Der Guard hier unten, ihr seht, ist High Quality fest. Ja, also, ich weiß auch nicht, wofür man den hier braucht. Falls man mal damit jemanden abstechen muss oder so, im Grabenkampf oder so, was weiß ich. Absolut überflüssig, aber ja, ist dann da, also so einigermaßen zumindest. Kommen wir nun zu dem Griff. Und ihr sagt euch, Mensch, immerhin haben die Seelen mir so richtig schön hier Horn gegönnt und sogar hier mit einer schönen Gravur. Vielleicht verrät euch dieses Bläschen hier unten oder dieses, dass sich bei diesem Material oder dieser Schweißnaht hier nicht um Horn handelt, sondern ja, genau, einfach um Kunststoff. Das ist einfach nur angemalter Kunststoff und auch hier hinten ist so eine Blechbeule dran, die wiederum auch Beulen hat. Also eine absolute Katastrophe, die überhaupt nicht schneidet. Handlage drückt durch diesen Wulst hier unten quasi in die Hand rein, hier unten im unteren Bereich. Ist auch hier oben dann zu kurz. Also müsste man das so halten, so ein Dreifinger-Ding irgendwie. Und also das ist von der Handlage eine absolute Katastrophe. Alles in allem würde ich sagen, 5 von 5 Sternen. Kauft es unbedingt, wenn ihr da am Gardasee seid. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Nein, kleiner Spaß. Ja, das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Und
Ich weiß nicht, was ich mit diesem Messer machen soll. Falls ihr eine lustige Idee damit habt, was man mit diesem Ding hier machen kann, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Was mache ich mit diesem Ding hier? Und ja, dann würde ich darüber vielleicht sogar ein Video machen. Wenn ihr ein paar coole, witzige Ideen habt, haut es in die Kommentare. Und ja, ich schaue mal, was sich dann machen lässt. Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Cheers.